Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, ein neues Video in der Reihe Mamas erzählen. Ich habe heute wieder einen neuen Gast, freue mich sehr, dass sie Zeit hat. Und ich würde sagen, als erstes starten wir doch damit, dass du dich ganz kurz vorstellst. Wer bist du und was machst du? Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin Luise, ich bin 42 Jahre, ich wohne in Berlin mit meinem kleinen Sohn Moritz, der 14 Monate ist. Ich bin freiberuflich im Bereich der Entwicklungspolitik, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich mich gerade wieder aus der Elternzeit fühle. Also ich bin jetzt seit 4 Tagen praktisch wieder auf dem Markt. Auf dem Markt, auch schön. Wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, wie das so kam, wie du davon erfahren hast, dass du schwanger bist, in was für einer Situation du da warst. Und das wäre auch meine erste Frage. Also, wie hast du von deiner Schwangerschaft erfahren und was waren so deine ersten Gedanken in dem Moment? Ich habe bis vor 2 Jahren in Namibia gelebt, also in Afrika. Ich war 7 Jahre da und dann war die Zeit zurückzukommen und ich hatte vorher einen festen Job und dachte mir, ich komme dann einfach mal zurück. Es hat mich irgendwie zurück nach Deutschland gezogen, habe ein bisschen angefangen, freiberuflich zu arbeiten, lande also in Frankfurt. Ziehe praktisch erstmal wieder bei meinem Vater in mein Elternhaus ein, um ein bisschen anzukommen. Und 3 Wochen später fällt mir auf, dass mir ständig übel ist. Also ganz klassisch. Und dann war ich in der Apotheke und habe gefragt, ob es vielleicht irgendwelche Tropfen gibt. Und dann sagte sie, so haben sie einen Schwangerschaftstest gemacht. Und dachte ich, nee, geben Sie mir den auch mal mit. Und dann wurde der gemacht und dann war das Ergebnis da. Das hat mich ziemlich aus den Schuhen geworfen. Allerdings hat es mich nie richtig zweifeln lassen. Also irgendwie war es klar, dass ich das Kind behalte. Ich war zu dem Zeitpunkt 40 und hatte mir aber über dieses ganze Wie und Was überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich war auch erstmal nur mit der Schwangerschaft beschäftigt und gar nicht so sehr, was danach passiert. Also ich habe zum Beispiel auch nie gesagt, oh, ich kriege ein Kind, sondern ich habe immer gesagt, oh, ich bin schwanger. Ich hatte wirklich nur die nächsten 10 Monate im Blick. War das aber so vom Prinzip her im Plan, irgendwann mal Mutter zu werden? Immer mal wieder. Das war jetzt nie mein größter Lebenswunsch und es war auch nie so dieses Gefühl, oh mein Gott, ich brauche das unbedingt, um glücklich zu sein. Es war ganz oft mal so der Gedanke, boah, jetzt musst du dir mal langsam überlegen, ob du eins willst, weil irgendwann hast du dann keins so. Also ich glaube, das schwebte da eher so mit. Und ich meine, klar, wir sind alle aufgeklärt. Das heißt, wenn man bestimmte Sachen macht und nichts dagegen tut, sagt man ja irgendwie dann schon implizit ja dazu. Genau. Genau, so, und dann hast du, also erstmal so, du hattest ja was ganz anderes geplant, ne? Und jetzt kam da quasi diese Schwangerschaft und dieses Baby dazwischen. Ich muss erstmal sagen, Hochachtung, dass du wirklich nie darüber nachgedacht hast, ob du das Kind bekommst oder nicht, dass das für dich, ne, dass du das annimmst, das finde ich sehr, sehr schön. Wie hat sich das dann für dich weiterentwickelt? Also was hast du dann auch getan? Also wie hast du dich damit arrangiert? Ich habe erstmal versucht, weil ich ja in einer Situation war, wo einfach wenig Stabilität da war, wenn man mal irgendwie 7 Jahre woanders gelebt hat und wieder zurückkommt und versucht, wieder seinen Platz zu finden. Das ist einfach ganz, ganz ätzend auch oft, ne? Weil man irgendwie rausfinden muss, was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Irgendwas hat mich zurückgezogen, was mache ich denn? Und ich kam ja auch nicht in einen festen Job zurück. Das heißt, ich habe erstmal versucht, so weiterzumachen, wie ich mir das ge gedacht hatte, weil ich ja erstmal keine andere Chance hatte. Ne? Das heißt, ich hatte vorher schon 2 Aufträge eingetütet, bin zweimal nach Südafrika gefahren, um Aufträge abzuwickeln. Habe mir überlegt, wo will ich eigentlich wohnen? Und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln und dachte mir so, ach, dann ziehst du zurück nach Köln. Und dann ein Freund hatte auch gesagt, naja, dann wir können doch zusammenziehen, wir machen eine WG auf, dann passt das doch mit dem Baby. Und ich dachte mir, oh, bombig. Dann habe ich mir angefangen, in Köln Wohnungen noch nicht mal anzugucken, aber Stellen Wohnungsanzeigen zu lesen. Und dachte mir so, boah, nee, das passt nicht. Das geht nicht. Und ich hatte halt vor, bevor ich im Ausland war, hatte ich in Berlin gewohnt, bin am Wochenende nach Berlin gefahren und dachte mir auf einmal so, okay, hier fühle ich es, hier muss es irgendwie sein. Genau, und habe dann echt wirklich, wirklich Schwein gehabt mit einer Wohnung, auch in einem Bezirk, der sehr, sehr kinderfreundlich ist. Das hat dann irgendwie ganz schnell geklappt, auch weil auch trotz fehlenden Arbeitsvertrags und so hat es irgendwie einfach sich alles so zusammengewurschtelt, wie es irgendwie sollte. Genau, also ich glaube, ich habe im Nachhinein einfach
ich glaube aber auch aus Angst, obwohl ich die gar nicht so doll gefühlt habe, einfach versucht weiterzumachen an dem Plan, weil ich es ja anders auch gar nicht wusste. Habe aber auch so jetzt im Nachhinein das Gefühl gehabt, ich habe da überhaupt keinen, mir überhaupt keinen Raum gelassen, mich auf das Neue auch einzulassen. Dann war auf einmal dieses Ziel wieder und es hat unglaublich lange gedauert. Also jetzt nach 14 Monaten, also ich glaube so seit 3-4 Monaten habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie in dieser Rolle ansatzweise angekommen bin. Ja. Genau, das ist ja schon, ne, andere Frauen, die haben so den Plan, okay, ich möchte vielleicht in 2 Jahren Mutter werden, ne, und dann beginnt das so, dass man schwanger werden möchte. Die haben eine viel größere Vorlaufzeit als du, die einfach mit der Situation konfrontiert wird und gerade in so einer unbeständigen Phase eigentlich. Und würdest du aber sagen, dass deine Schwangerschaft trotzdem positiv für dich war, also dass du es trotzdem genossen hast, oder waren immer so diese Hintergedanken, was wird jetzt, wie wird das? Also jetzt im Nachhinein sage ich, ich war nicht so gern schwanger. Ich glaube allerdings, das hat weniger was mit diesem Körperlichen zu tun gehabt, sondern tatsächlich mit dem, weil ich damit überhaupt also wenig umgehen konnte und dem einfach wenig Raum gegeben habe, wobei ich körperlich jetzt wirklich gar nichts hatte. Also ich bin einfach nur dick und runz geworden. Mir war am Anfang ein bisschen übel, ich war total müde, aber da war jetzt nichts, was irgendwie mich wirklich beeinträchtigt hätte. Ich bin auch noch relativ viel geflogen, Langstrecke, und habe auch noch relativ viel gearbeitet und bin natürlich noch umgezogen in der Zeit und so. Stimmt. Das hat alles super geklappt. Aber ich glaube, ich habe versucht schon ziemlich zu verdrängen, weil ich versucht habe, mich so an diesem alten festzuklammern oder an dem vorigen Plan, der ja auch noch relativ neu war. Kannst du sagen, du hattest dann aber irgendwann so einen Punkt, wo Verdrängung nicht mehr funktioniert hat und wo du für dich angenommen hast, okay, ich bin jetzt schwanger, ich werde jetzt Mutter in x Wochen? Ich glaube, das war tatsächlich erst, als das Kind da war. Also vielleicht hältst du mich jetzt für total bekloppt. Nee, gar nicht. Also, ich hab den ja auch in mir drin gespürt, auch mich gefreut. Und ne, dann da sprichst du mit Leuten gesprochen und dann hat mich zum Glück mal eine ehemalige Kollegin auch auf den nochmal dran erinnert, ach, du wolltest doch, als du damals mal überlegt hast, du wolltest gerne ein Kind haben, wolltest ein Buch sein. Da dachte ich mir, stimmt, jetzt habe ich drei. Also, ne? Ja. Also, klar wächst es in einem, aber so dieses, wow, ich werde jetzt Mutter. Das hatte ich, glaube ich, nicht, weil es kam erst dann, als ich gemerkt habe, oh wow, ich bin jetzt Mutter. Also als er praktisch draußen war. Ja. Und dann hast du dich auch so leiten lassen, ne? Also du hattest ja wahrscheinlich noch keinen Plan, okay, unser Alltag wird dann so und dann mache ich dies und das und jenes. Sondern hast du eher auf dich zukommen lassen? Ja, so ein bisschen. Also ich hatte am Anfang mir überlegt, ich könnte in der Elternzeit ja einfach ganz einfach weiterarbeiten, solange halt auch Träge reinkommen. Ja. Und mach das von zu Hause und hol mir dann Babysitter und so. Und so war dann der Plan. Und so habe ich es dann auch tatsächlich ein halbes Jahr gemacht, bis ich gemerkt habe, dass das eine total doofe Idee war. Okay. Also ich glaube, es hat schon mir einfach nochmal so eine Leitlinie gegeben, weil ich wusste, okay, ich brauche einen Babysitter, ich brauche dies und dies und dies und das. Aber es waren halt alles so Konstrukte aus diesem alten Leben. Ne? Und das heißt, ja, ich habe dem Baby auch Raum gegeben, habe aber auch so das Alte noch ein bisschen weiter gelebt. Und ich glaube, das war auch im Nachhinein ganz gut so. Also natürlich greife ich mir manchmal den Kopf zu denken, als Alleinerziehende da noch irgendwie abends zu sitzen und zu hoffen, dass das Baby schläft, damit man noch schnell was hinbekommt. War ein bisschen bekloppt, aber ich glaube, ich hätte es nicht anders machen können. Ja. Auch wenn ich natürlich oft da saß und mir dachte, was für eine Scheiße. Ich glaube, an dem Punkt kommt jeder irgendwann. Ja. Dass man mal so da sitzt. Genau, also aber alles, was so das Baby betroffen hat, habe ich mich schon viel leiten lassen. Ja. Also, ne, wie man es irgendwie gestaltet. So am Anfang hatte ich das Gefühl, ich müsste noch ganz, ganz viel rausgehen. Also wir waren irgendwie jeden Tag 2-3 Mal draußen und saßen auch in Parks und so weiter und so fort. Und erst so nach 2-3 Monaten habe ich aber überlegt, nee, da kann ich noch, jetzt fühle ich mich bereit, auch so ein bisschen meine eigene Wendung viel eher reinzubringen. Also dieses tatsächlich, bis ich von auch wirklich auf dieses Gefühl gehört habe, was ja viele immer sagen, das Gefühl, du kriegst das schon hin, das hatte ich am Anfang gar nicht, bis das tatsächlich gekommen ist und ich mich auch getraut habe, da drauf zu hören. Das hat auch ein bisschen gedauert.
Wie könntest du das so vom Gefühl her beschreiben? Also hast du dich als Mutter gesehen? Hast du auch Vertrauen in deine Fähigkeiten als Mutter gehabt oder warst du da eher skeptisch? Ich war schon skeptisch generell und ich glaube auch immer noch, dass es Leute gibt, die oder viele Leute gibt, die es anders machen würden. Dennoch, glaube ich, passt das auch schon so. Also dieses, es passt schon. Genau. Ne? Das ist ja. So dieses Vertrauen, das kann gar nicht alles so verkehrt laufen. Es würde nur dann verkehrt laufen, wenn du halt ständig versuchst, Sachen zu machen, die irgendwie deinem Naturell widersprechen. Oder? Richtig. Genau. Also wenn du von vornherein dann entschieden hättest, so okay, und jetzt muss ich alles komplett umwerfen und jetzt brauche ich die Sicherheit und das muss alles fest sein, jetzt bin ich 100% Mutter, hätte wahrscheinlich ja gar nicht so funktioniert, wärst du in irgendeine Rolle geschlüpft, die du ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht bist. Und du hast ja auch, es ist ja auch nicht so diese Vorstellung, die die Gesellschaft so hat, ne? Irgendwie, du wirst so mit Ende 20, hast einen Partner, bist vielleicht schon verheiratet und dann wirst du mal schwanger. Das war ja alles bei dir nicht so. Hattest du da irgendwie, hast du so einen gesellschaftlichen Druck gespürt? Bist du damit konfrontiert worden? Ein bisschen schon, aber ich glaube, die größte Konfrontation, auch wenn ich mir immer denke, ach ne, du bist so ein bisschen so ein Freigeist und so, ich glaube, die sitzt ganz oft einfach hier. Ne? Also dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, wenn man als Alleinerziehende durch die Gegend geht und auch schon ein bisschen älter ist, ne? Und auch nicht sagt, okay, ich gehe jetzt in 3 Wochen wieder zurück in einen festen Job, sondern man klöppelt gerade alles wieder so ein bisschen zusammen. Natürlich fragen Leute schon, wie machst du es? Aber ich glaube, die Frage, wie machst du das eigentlich und wieso sieht denn das nicht so aus bei anderen, diese ist natürlich auch in meinem Kopf drin. Also ich habe auch immer noch so ein bisschen dieses Bild im Kopf gehabt von der Margarine-Werbung, wo alle sonntags morgens unter dem Sonnenschein unter der schönen Markise sitzen und ihre Brötchen duften und dampfen. Die kommt auch schon hier. Das heißt, da war, glaube ich, auch ganz viel so Selbststigmatisierung dabei zu einem gewissen Grad, die mich auch sehr verunsichert hat. Ja, genau. Und du hast gesagt, nach 6 Monaten hast du dann nochmal so ein bisschen alles doch nochmal ein bisschen anders strukturiert und organisiert. War da irgendwas oder hast du einfach gesagt, so dann war einfach das Gefühl, da so funktioniert es nicht, wie ich mir das geplant hatte? Jetzt muss ich das nochmal ummodeln? Genau. Also ich glaube, nach 6 Monaten war ich irgendwie so richtig angekommen und habe auf einmal gemerkt, also da hatte ich auch echt nochmal so eine Krise und habe gemerkt, boah, anstrengend und ich kann nicht mehr und irgendwie reicht es mir jetzt und was mache ich denn jetzt und jetzt komme ich aus dieser Sache nicht mehr raus. Ich glaube, da habe ich einfach mal alles losgelassen. Ja. Also ich glaube, gar nicht so sehr neu strukturiert, sondern ich habe mal aufgehört zu strukturieren. Mhm. Ich habe mal aufgehört zu denken, das müsste jetzt so und so und so und so und so gehen oder auch so aufgehört, an diesem alten Ich auch festzuhalten, sondern einfach dieses einfach mal losgelassen, eine Krise zugelassen, eine große Krise zugelassen, um dann zu sagen, so, es geht ja dann jetzt, es geht halt irgendwie weiter. Ja. Guck doch einfach mal, anstatt zu denken, okay, so muss das, so muss das, so muss das. Aber fühlst du dich, dass du dich weiterentwickelt hast oder hast du das Gefühl, es hat dich eingeschränkt? Das Muttersein generell? Ja. Ein bisschen von beidem. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das so, vielleicht gib mir nochmal ein Jahr, dass ich dann nochmal ganz anders drauf gucke. Mhm. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, immer wenn ich Veränderungen nicht zugelassen habe, in den Momenten hat es mich eingeschränkt. Aber wenn ich einfach mal so, das ist jetzt einfach mal so. Genau. Dann habe ich mir erlaubt, auch so aus diesen alten Schranken so ein bisschen rauszukommen und rauszugucken. Genau, also man kann natürlich jeden Tag da sitzen und, ne, und so, okay, es sollte aber so sein und ich hätte es gern so und wieso ist denn das jetzt nicht so? Aber wie du sagst, wenn du es dann annimmst, als es ist halt jetzt so, lässt man, glaube ich, ganz viel los, weil dann kämpft man ja auch nicht mehr dagegen an. Na, vor allem, dann kämpft man nicht mehr gegen sich selber. Also dieser permanente Kampf und wenn man schon gefühlt mit Babyschlaf und man kämpft ja mit allem, da ist einfach so viel und alles ist neu und man hat es irgendwie noch nie gemacht und ich habe das Gefühl, ich war in einem ständigen Kampfmodus, inklusive mir selber und ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, was ich nicht machen werde, wäre das so mein größter Rat, da einfach ein Stückchen mal aufzugeben, loszulassen.
zu sitzen und zu atmen und mir einfach echt erstmal nichts zu machen. Ja. War das so ein Problem, dieses, so dein Energiehaushalt? Also du sagst, ne, du bist erstmal prinzipiell alleine mit Baby, wo ja andere schon zu zweit sind. Quasi der wenige Schlaf, überhaupt die neue Lebenssituation, dann hast du nebenbei auch noch gearbeitet. Also das überhaupt alles unter einen Hut zu kriegen. Warst du ausgelaugt an einem gewissen Punkt? Ja. Ja. Also ja, und eigentlich halt auch schon von Anfang an, also ich, weil es ist halt auch für den Körper einfach so generell eine Riesenanstrengung. Ja. Und ich wohne halt im dritten Stock ohne Aufzug, das heißt, es war dann bevor ich es mir da selber auch erlaubt habe, mir es ein bisschen einfacher zu machen und Lebensmittel zu bestellen und nicht alles so, ne? Total ausgelaugt. Ich glaube, ich bin auch heute noch müde. Ja, ich glaube, als Mutter ist man auch viel müde. Und das ist halt auch wieder sowas, ne? Also du kannst natürlich in den wachen Momenten dich auch noch darüber aufregen, dass du wenig geschlafen hast, anstatt halt anzunehmen, dass so ist. Aber es wird, wir sind halt Mütter, ne? Also wir können auch unser Leben nicht mehr so fortführen wie vor den Kindern. Es funktioniert einfach nicht, auch wenn man es vielleicht gerne möchte, aber es ist einfach die Tatsache, es wird nie wieder so sein. Oder jedenfalls in den nächsten 18 Jahren nicht. Und hast du dir dann auch Hilfe gesucht? Hattest du Hilfe? Hattest du Unterstützung? Ja, so ein bisschen. Also ich habe mir halt relativ schnell Babysitter gesucht. Meine Familie wohnt nicht in Berlin. Das heißt, da kam immer mal wieder jemand, aber jetzt auch nicht ständig. Ich habe dann irgendwann auch einfach ehrlicher mit Leuten gesprochen. Also einzugestehen, ich muss jetzt mal mit jemandem reden. Ja. Und ehrlich reden. Mhm. Ich finde, das ist nicht einfach. Ja. Weil du sagtest, ne, mit diesem gesellschaftlichen, ob mir da irgendwas entgegengeschlagen ist. Also dieses zu sagen, mein Sohn ist 7 Monate und ich krieg's gerade echt nicht auf die Reihe. Das jemandem mal zu sagen und zu sagen, so, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Mhm. Vielleicht liegt mir das Muttersein einfach nicht. Mhm. Da ist mir ganz oft dieses entgegengeschlagen. Ja, das sagt man doch nicht. Das sagt man doch nicht. Und so nach dem Motto, aber der ist doch ganz niedlich, kann man ganz oft. Oder so, die so und so ist ja auch alleinerziehend, die fühlt sich jetzt ganz wohl. So, ne, wo ich mir dachte, darum geht es ja gerade gar nicht, sondern einfach nur mal so ein bisschen diesen Raum, auch mal das ganz Verbotene zu sagen. Ja. Dieses ganz Verbotene zu sagen, letzte Nacht wusste ich echt nicht mehr weiter. So, ne? Und dieses, ich kann Leute verstehen, wenn sie mit dem Gedanken spielen, ihr Kind aus dem Fenster zu werfen. So. Und nicht so dieses. Ja. Ich finde das richtig mutig. Und das machen so wenig Leute. Die erzählen irgendwas, weil sie denken, das wollen die Leute hören. Oder ich darf doch nicht sagen. Aber wir denken es doch. Und wenn wir es denken, können wir es doch auch mal nach außen tragen und erzählen. Und es würden sich so viel mehr Menschen besser fühlen, wenn sie wüssten, andere fühlen genauso wie ich. Es ist völlig in Ordnung, das mal zu denken. Und ich glaube, genau. Aber ich glaube, dass, oder mir ging es mal so, bis ich das mal gesagt habe. Also ich habe es dann gesagt, als es aus mir rauskam. Okay. Weil ich dachte, sonst platze ich. So dieses, diese Konsequenz, dachte ich mir, wenn ich das einmal gesagt habe, dann ruft bestimmt jemand das Jugendamt an. Ja, okay. Oder dann gucken die mich für den Rest meines Lebens komisch an. Oder dann gucken die, ob der Moritz irgendwo Kratzer hat, die nicht hat. Das ist ja der Punkt. Weil einfach auch diese Hilfsangebote sind ja so oft auch, die hören sich direkt immer so komisch an. Das sind für Frauen in Krisensituationen. Und ja, also ich hatte auf jeden Fall eine Krise, aber da war nicht mehr nur der Müttergesprächskreis. Also das habe ich ganz, ganz selten gesehen. Da gab es dann die Krabbelgruppen und dann direkt die Krisenintervention. Und so dieses, boah, dazwischen zusammensitzen, ne? Oder vielleicht einfach auch mal ein moderiertes Mütterfrühstück, wo man einfach auch mal Sachen ansprechen kann. Ja. Das gibt es ganz wenig. Es gibt also Heidi-Tai und wir konzentrieren uns auf die Kinder oder oh, wir müssen jetzt mal zusammensetzen und ganz ernst hier reden. Mhm. Also da. Das hat sich. Genau. So in dieser Krabbelgruppe, also in der ich war mit meiner jüngsten Tochter, die das geleitet haben, die haben schon immer mal so versucht, Raum zu geben und ihr dürft doch erzählen, aber es hat niemand getan.
Ja. Da ist wirklich so diese Hemmung halt auch. Und aber genau in diesem Raum könnte es ja stattfinden. Mhm. Da sind ja Frauen, die haben Kinder in einem ähnlichen Alter. Da fühlt garantiert ein oder zwei was Ähnliches für ich. Aber halt so diese, was denken denn dann die anderen über mich? Und das kann ich doch nicht erzählen, auch wenn ich so fühle. Das ist so, so schade eigentlich. Und ich finde auch, wenn man es jetzt nochmal so auf Alleinerziehende runterbricht, auch da gibt es zu wenig Austauschmöglichkeiten. Wo man hingehen kann, wo so eine Selbsthilfegruppe ist ein blödes Wort, aber so eine Gruppe von Frauen, ich weiß, die sind alle alleinerziehend, die haben sicherlich alle dieselben Probleme und wir können in diesem geschützten Raum einfach auch mal erzählen, was wir wirklich denken, ohne uns für irgendwas schämen zu müssen, ohne verurteilt zu werden. Ich finde, das gibt es tatsächlich noch viel zu wenig. Das ist dann schon wieder genau dieses, ne, wo wir uns schon wieder nicht mehr, noch nicht zugehörig fühlen, bei den ganz krassen Geschichten und so, was dazwischen fehlt. Das ist schade, das stimmt. Ja, das stimmt, weil so als Alleinerziehende, mir kommt dann halt auch ganz oft zu dieses, naja, mein Mann arbeitet ja auch viel, ich bin ja eigentlich auch so gut wie alleinerziehend. Ne? Oder, und wenn ich mir denke, so, ich möchte jetzt irgendwie hier diesen Finger, aber so dieses, tatsächlich, dass jemand versteht, wo manchmal auch so eine Not entstehen kann, also dieses, wo einfach eine bestimmte Lücke ist, die man anders füllen muss. Ich war dann hier in so einem Verein für Alleinerziehende und habe dann da Mütter kennengelernt und habe aber eigentlich über eine Bekannte, eine ehemalige Arbeitskollegin, auch eine Mutter hier kennengelernt, mit der ich eigentlich jetzt ganz eng befreundet bin. Die ist auch alleinerziehend. Das Kind ist fast so im gleichen Alter. Mhm. Sodass wir jetzt auch teilweise zusammen in Urlaub fahren. Und schön, oh, perfekt. Dass sehr nett ist und da einfach ein bestimmter Raum ist. Genau, aber da gibt es einfach wenig, weil die Familienform halt dann doch nicht so... nicht ganz so häufig ist, ja. Genau, also es kommt mittlerweile schon öfter vor, ne? Mhm. Aber wie du schon sagst, diese, ja, ich bin ja auch fast alleinerziehend oder du hast es doch gut, du musst ja mit niemandem über die Erziehung diskutieren, zum Beispiel. Oder wie in meinem Fall, wo die Kinder ja dann auch jedes zweite Wochenende beim Papa sind, ja, so viel Freizeit wie du hätte ich gern. Mhm. Ja, klar, so wirkt das erstmal nach außen vielleicht, aber dieses, dass man jeden Tag immer alleine dasteht, für alles alleine die Verantwortung hat, immer auch nachts alleine aufsteht, ne? Das ist dann eher weniger das, was die Leute so sehen. Ja. Das stimmt. Und ja, ich finde es schon manchmal, also wenn ich Beziehungen mitbekomme, bin ich manchmal ganz froh, dass da kein Partner ist. Ich auch. Auf der anderen Seite kann ich mich ja, am Anfang hätte ich mir jemanden so sehr gewünscht, mit dem einfach mal anständig streiten kann. Mhm. So einfach mal diesen ganzen Frust und diese Verzweiflung von der Seele zu brüllen. Da war ja halt einfach keiner. Ja. Das heißt, da dachte ich mir mal so stundenweise, könnte ich jetzt schon mal einen Partner vertragen, indem ich einfach mal sage, weißt du was, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir das Problem jetzt gar nicht so. Genau. Es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, genau, denke ich auch. Genau. Aber ich finde, da so für Alleinerziehende, da dürfte noch mehr passieren. Noch mehr so. Ja, zumindest also muss nicht irgendwie direkt angenommen werden, dass jede Familienform immer Vater, Mutter, Kind ist. Genau, genau. Ich hatte das einmal in der Krabbelgruppe, da war eine Mutter und das war von, also man hat sie gesehen und das Kind gesehen und es war relativ klar, dass das nicht ihr leibliches Kind ist. Und dann sagt, das ist ein Dauerpflegekind. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber zumindest, ich würde jetzt immer bei ihnen wohnen. Und dann sagt sie so, und du, weil das bei uns auch recht offensichtlich ist, dass da irgendjemand anders noch mit dabei ist. Und da sagt sie, nee, ich bin alleinerziehend. Und dann sagt sie, ach, das ist aber schade. Und dann sagt sie, oh nö, das ist schon Und dann sagte ich nochmal so, ich frage mich manchmal, warum dass ich nicht mehr Alleinerziehende hier treffe. Und dann sagt sie so, naja, weil das andere ja schon das Schönste ist. Und da dachte ich mir dann so, das hättest du dir jetzt verkneifen können. Erstmal würde ich es nicht unterschreiben. Und zweitens ziemlich anmaßend. Ganz vielen Kindern auch gegenüber, die angeblich in einer weniger schönen Familiensituation wohnen. Genau, eigentlich die armen Kinder, die zum Beispiel nicht die väterliche Figur haben, ne? Genau. Aber dass das gar nicht so sein muss, dass wir das alles vollkommen ausfüllen können, dass wir es vielleicht sogar auf eine Art und Weise besser machen können, als zum Beispiel in einer Beziehung, die nicht gut läuft, ne? Also warum sollte ich in einer kaputten Beziehung bleiben, nur um dieses Bild aufrechtzuerhalten?
als ich es vielleicht alleine viel, viel besser machen können. Oder wie in deinem Fall, es war ja einfach nicht möglich. Hättest du dir jetzt von der Straße einen holen sollen, ich bin schwanger, würdest du mal bitte den Vater meines Kindes hier ersetzen? Genau, oder halt ist ja auch gar nicht die Sache, ob ich jetzt für immer alleine bleibe. Ne? Also es ist ja, und auch da in anderen Familien kann sich ja immer noch was tun. Deswegen glaube ich, muss man einfach ein bisschen aufpassen, wie man auch redet. Ja. Ja, auch so seine Vorurteile vielleicht einfach mal zur Seite legen, sich das wirklich mal angucken. Stimmt das denn so, was ich da über Alleinerziehende denke oder über dieses Familienkonstrukt denke und einfach so ein bisschen offener zu sein und das als eine Form anzuerkennen. Es gibt halt nicht mehr Mutter, Vater, Kind, sondern es gibt halt auch Mutter und Kinder oder Vater und Kinder. Und das halt einfach anzuerkennen als etwas, was genauso gut funktionieren kann, was nicht schlechter für mich ist, nicht schlechter für die Kinder ist, sondern genauso funktionieren kann. Genau. Und wie ist so dein Stand heute? Also sagst jetzt, 14 Monate ist dein Sohn jetzt alt. Genau. Wie würdest du jetzt so deine Entwicklung von erstmal ziemlich geschockt, dass ich schwanger bin, bis heute so ein bisschen sehen? Also meine persönliche Entwicklung weiß ich gar nicht so genau. Also ich merke, dass ich jetzt auf jeden Fall sehr viel happier bin, als ich am Anfang war. Ich finde es sehr viel leichter geworden, obwohl ich es immer noch anstrengend finde. Heute Morgen vor der Kita dachte ich mir auch so, boah, Kind, nein, nein, nein. Und dann auch noch so, boah, Luise, nein, 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 du machst es auch nicht gerade nicht so gut. Aber es macht mir mehr Spaß. Ich glaube, weil ich eben einfach mit ihm jetzt auch, jetzt können wir halt irgendwie bonden. Jetzt finde ich es witzig. Jetzt macht es mir total viel Freude auch, wenn ganz viel. Und dann jetzt kommt das Freche dazu und so ein bisschen diese eine eigene Persönlichkeit. Also jetzt, glaube ich, sind wir tatsächlich eine Familie. Mhm. Ich glaube, dass das so die ersten Monate gar nicht so sehr waren. Aber ich und das Kind und die macht uns irgendwo. Genau, und jetzt bin ich mal gespannt, was das Leben so weiterbringt. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich auch so zurückgucke auf mein Leben, dass man das vorher alles nie so ganz genau weiß, wie das so zusammenpasst und man das eigentlich erst so im Rückblick sehen kann. Und ich empfinde auch jetzt im Nachhinein immer noch so dieses, ich komme aus Namibia zurück, hab einen großen Plan, bam, dann kommt ein Kind, dann versuche ich das alles so zu jonglieren, dann geht es mal irgendwie schlechter, dann geht man besser und so. Ich bin mal gespannt, wie das so alles Sinn ergibt im Nachhinein. Also wie sich das alles so zusammenfügt, wie ich. Ja. Aber schön, so diesen Gedanken zu haben, ne? Es wird schon irgendwie einen Sinn haben. Das hatte schon das große Ganze zu sehen. Und einfach so Vertrauen auch zu haben, dass das so passieren musste. Aber wie gesagt, das sieht man erst im Rückblick, genau. Genau, und wie sich halt auch diese ganzen Facetten jetzt so zusammenbilden. Ne? Also jetzt hatte ich natürlich, ich glaube, das ist auch das, was mir mit am schwersten gefallen ist im letzten Jahr, war immer, ich habe mich, glaube ich, nie für perfekt, aber doch schon immer für relativ patent gehalten. Und auch immer bin ich in so einer Situation, wo ich das Gefühl habe, ich kann auf keine Ressourcen zurückgreifen. Da ist irgendwie nichts. Die Situation ist so unvergleichbar mit allem, was ich vorher hatte. Ja, ja. Und genau, wie sich das jetzt so, diese neuen Fähigkeiten oder diese Erfahrung einfach auch so ein bisschen integrieren und ich wieder anfange, auch andere Facetten meines Lebens ein bisschen eher auf die zurückzugreifen, die zu leben und so. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das dann zusammenpasst. Also wenn ich mir überlege, vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich mich da wieder so rauswühlen kann, dass ich jemals wieder durchschlafe und jemals mal wieder geradeaus reden kann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann nächstes Jahr so ist. Aber Schönheit, du hast eine riesengroße Herausforderung gemeistert. Und es ist nichts großartig Schlimmes passiert. Ne? Also es gibt keine Verletzten. du hast es halt richtig, richtig gut gemacht. Und wenn du jetzt so die letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahre so siehst, was kannst du so für dein weiteres Leben daraus mitnehmen, was so passiert ist, was du für dich erkannt hast, was vielleicht gut funktioniert? Ich habe mir da ein paar Sachen mal dazu aufgeschrieben, weil ich die Frage ganz spannend finde und auch in der Reflexion ganz, ganz spannend. Ich habe, glaube ich, so vier Sachen, die ich so mitnehmen wollen würde. Also erstmal dieses, was ich schon gesagt habe, ohne Veränderung geht's nicht. Ja. Also ja. Dieses sich stemmen gegen Veränderungen, auch wenn es nur innerlich ist und man das erstmal nicht merkt, so funktioniert das Leben nicht. Das war mir vorher auch schon klar, aber
nur in meinem Kopf. Und jetzt das so im Herzen ankommen zu lassen und zu merken, so, boah, jetzt piep dich dir mal hin, jetzt lass mal locker. Mhm. Ne? Und guck mal, was passiert. Also ich glaube, das ist so das größte Learning. Dann auch nochmal so ein bisschen dieses geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Das schwanger, ohne Arbeit, Wohnung inmitten von Berlin finden, in einem der besten Bezirke für Kinder. Ganz schnell haben ja alle gesagt, Lisa, ach komm, bleib doch bei deinem Vater wohnen. So, ne? Okay. Hat funktioniert. Ne? Wenn es sein muss, ja, dann geht's. Und das sind, und so sind mehrere Sachen passiert, wo ich mir nachher dachte, huch, wo kam das denn jetzt her? Ne? Also so dieses, wenn das die einzige Option ist, dann ist das die. Ja. So, und dann funktioniert es auch. Dann, was wir eben auch schon hatten, dieses Vertrauen. Und wie auch immer man das herstellt und wie auch immer, selbst wenn man den ganzen Tag durch die Gegend läuft und nur affirmiert, ich vertraue. Und atmen, ne? Wenn ja, gar nichts geht, atmen. Genau. Das kann man auf keinen Fall vergessen. Genau, und so als letztes auch nochmal dieses allen meinen Facetten Raum zu geben. Dieses am Anfang das weiterzumachen mit der Arbeit, auch wenn es anstrengend war und viel Babysitterkosten und teuer war und alles. Ich glaube, das hat mich tatsächlich gerettet. Mhm. Ich glaube, das war so das, wo ich mich irgendwie ein bisschen festhalten musste, da, um da nicht so ganz so reinzusinken. Also diese Möglichkeit, mich an Sachen festzuhalten, die ich vorher schon mal gemacht habe, ja, die ich nicht konnte, in denen ich gut bin, in denen ich mich gerne sehe. So, da hast du dich selber so eine kleine Strickleiter zu bauen. Egal, was nochmal im Leben passiert, das war gut, das so gemacht zu haben. Trotz aller Anstrengungen. Und da glaube ich, das wäre so das Ding, diese Strickleiter immer ein bisschen zu bauen. Richtig schön, finde ich richtig schöne Zusammenfassung. Und wie du nochmal vorhin so gesagt hast, dieses einfach auch mal loslassen. Ja. Ne? Und dann so wie es ist, ist es halt jetzt. Und dann gucken wir halt, wie wir gut damit umgehen können. Ja. Genau. Richtig, richtig schön. Und auch halt mal wegkommen von diesen gesellschaftlichen Konventionen. So sollte es sein und warum ist es jetzt nicht so? Und richtig schön, auch eine richtig tolle Zusammenfassung. Ich bin mega beeindruckt von dieser Herausforderung, der du dich erstmal gestellt hast. Hättest auch genauso gut sagen können, den will ich nicht, mache ich nicht. Und dass du halt auch zugeben kannst, so dieses, nö, manchmal war es halt einfach scheiße. Und manchmal hat mir das nicht so gefallen. Und manchmal war ich auch sehr oft müde. Ja. Und das halt einfach mal laut auszusprechen, das wäre auch, glaube ich, so heute mal so meine Aufforderung an alle, die das jetzt gucken, einfach mal öfter zu sagen, was nicht so gut läuft. Was man doof findet und da auch mal ganz offen damit rauszugehen, darüber mit Freunden zu reden. Ne? Wie oft, allein die Frage, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ne? Und ganz oft würden wir aber sagen, nee, ich bin einfach mal kacke müde, mir geht's heute nicht gut. Und schon das machen wir ja nicht. Genau. Einfach mal so ein bisschen ehrlicher und offener zu sein. Und ich glaube, dann bekommt man auch mit der Zeit Offenheit und Ehrlichkeit zurück und kann sich dann wirklich ernsthaft mal darüber austauschen, wie das Leben als Mutter denn so ist. Genau, und sich dann einfach Verbindungen auch schaffen mit dem anderen, ne? Weil sonst läuft man ja als Silo durch die Gegend und sagt man, alles gut, alles prima, alles gut, alles gut, ein bisschen müde, guck nochmal meine Augenringe und so, ne? Aber so dieses Tatsächliche vom Herzen, ja, so wie es ja sein soll, als Mutter, dieses mehr durchs Herz zu fühlen und ins Verbindung zu haben, darum geht es eigentlich. Genau, erstmal prinzipiell sich wieder mit uns selbst zu verbinden, ne? Also auch sich selbst die Frage zu stellen, ja, wie fühle ich mich denn eigentlich? Ja. Und dann das aber auch wirklich mal offen nach außen zu tragen. So fühle ich mich. Genau. Vielen Dank. Wunderschön. Ja, danke dir. Fantastisch. Das war schön. Ich wünsche dir alles, alles Gute, dass das so weiterhin so, dass du das so für dich annehmen kannst und so wie es passiert, so passiert es und wir werden mal gucken, wo wir landen und wofür das alles gut war. Warum jetzt alles so genau in dieser Form passieren musste. Sehr, 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 sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr inspirierend, heute mit dir zu sprechen. Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Meinungen, Anregungen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.